Felix und Eleanor werden beide verhaftet. Hey und herzlich willkommen zu Part 87 von Let's Play The Sims 3 Legacy Challenge. Wir haben sehr früh am Morgen, also im Real Life. Und ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon leiser stellen, weil das ist mir irgendwie ein bisschen zu laut. So und so. Hallo, hört ihr mich noch? Sehr gut. Auf jeden Fall haben wir sehr früh und ich nehme gerade auf, damit ihr heute ein Video bekommt. Also ich habe heute am Dienstag, den 5.3. aufgenommen und ich hoffe, ihr seht dieses Video am Dienstag, am 5.3. Auf jeden Fall seht ihr jetzt gerade hier die kleinen Scheißerchen. Die hatten im letzten Part Geburtstag. Sie sind zu Kleinkindern geworden. Julia und Glenn sind kleine Kiddies. Die haben ihren Morgen mit der Babysitterin verbracht. Sie verbringen ja leider sehr viel Zeit mit der Babysitterin, weil alle zur Schule und zur Arbeit müssen. Und daran können wir auch nichts ändern. Aber da es ja eine nette Babysitterin ist, die sich wirklich gut um die Kids kümmert, ist das ja nicht schlimm. Unser Haus sieht grauenvoll aus, weil ich habe denen heute Morgen gesagt, die sollen alle dieses Landbrot essen. Das Landbrot war aber leider vergammelt. Ja, und dann haben sie natürlich alles einfach stehen lassen. Hier stehen überall Teller rum. Und ja, es ist der pure Wahnsinn. Aber Ben ist gerade von der Arbeit gekommen. Er wurde nicht befördert, aber ich denke, morgen wird er befördert. Und er soll sich mit Tim Henkel Singer anfreunden. Den werde ich definitiv umbenennen, weil ich kann diese Doppelnamen nicht mehr sehen. Aber erstmal räumt er jetzt ganz kurz hier. Oh mein Gott, das kann er noch essen? Das ist verdorben. Warum sollte er das essen? Das kann er jetzt mal ganz kurz hier aufräumen. Und ich weiß, dass sich ganz schön viele wegen der Treppe beschwert haben, dass die ja nicht so gut funktioniert, weil das ist nicht die richtige Wendeltreppe. Also wie heißt das denn? Das ist ja keine Wendeltreppe. Ich habe aber eine aus dem Store. Deswegen werden wir das Ganze jetzt mal probieren. Hä? Ach, das ist eine Custom-Content-Treppe. Wartet mal. Ich verkaufe die mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe noch eine andere. Bin ich jetzt gerade ein bisschen Banane oder was? Hier. Die meine ich. Die ist nämlich aus dem Store und die sollte funktionieren. Oh nein. Die geht so... Das müssen wir jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Da müssen wir, glaube ich, ein paar Umbauarbeiten leisten hier oben. Oh mein Gott. Okay. Okay, wait a second. Am besten ziehen wir diese Wand einfach... Ja, können wir nicht wegen dem Fenster. Wir gucken mal. Wir können sie immer noch nicht mit Rechtklick hier das Ecken. Wie bitte? Okay, wahrscheinlich ist das hier ein Riesenfehler, was ich hier gerade mache. Aber ich tue alles dafür, dass die Treppe richtig funktioniert. Wahrscheinlich sollte ich lieber unten Umbauarbeit machen, ne? Warte mal. Zurück! Zurück. Okay, die Treppe brauchen wir nicht zurück. Wir machen es anders. Und zwar drehen wir die Treppe so. Warum? Okay. Move Objects on. Ihr fragt mich oft, wie ich Dinge mache. Deswegen nehme ich euch da jetzt einfach mal mit. Das muss ich jetzt auch mal kurz löschen. Obwohl, vielleicht können wir es doch gleich noch irgendwie platzieren. Ich stelle es mal hier. Ich stelle es mal auf Glenn drauf. Und dann müssen wir hier oben, glaube ich, den Zaun entfernen. Please entfernen the Zaun. Perfect. So, and now we go downstairs. Bis zur Treppe. Bitte lass es funktionieren, sonst fange ich an zu weinen. Wie rum wollte ich das denn nochmal? So rum. Why? Warum? Tschüss. Ah, nee, so hatten wir das ja schon. Aber am liebsten hätte ich es halt noch einen Ticken weiter rüber, ne? Oh, da ist noch eine Lampe, vielleicht deswegen. Ich lösche sie mal. Nicht deswegen. Warum doesn't it work? Warum will das nicht? Kann mir das einer sagen? Please? Modularen Treppen? Was bedeutet das? Ich lösche mal hier oben ein... Ach, der Part fängt ja wieder super an, ne? Ich hoffe, es stört euch nicht. Was war das? Was habe ich gelöscht? Oh, ich lösche gerade das Haus. Okay. Gut, so wollte ich das. Und jetzt versuchen wir das nochmal.
Ich raste aus! Okay, dann müssen wir das... Ich fixe das mal ganz kurz ohne Kamera. So, Delay, Leute. Das Ganze sieht doch schon viel besser aus. Also, ob es besser aussieht, weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt zumindest eine funktionierende Treppe. Und ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Das hier oben ist ein bisschen enger geworden. Oh, was ist denn das? What the fuck? Was ist das? Kann ich es löschen? Seht ihr das auch oder sehe nur ich das? Ist das vom Dach? Yes. I think so. Oh, oh, da ist ein freies Stück Dach. Nina. Ich glaube, es ist noch zu früh. Ich kann noch nicht wirklich reden. Okay, wir machen jetzt hier so ein Babydach drüber. Oder machen wir. Machen es lieber richtig. Machen keine halben Sachen hier. Okay, Nina, du hast das ganze Haus zerstört. Egal! Ich kann damit leben. Okay. Ich hoffe, der Strich da ist jetzt weg. Ist der Strich weg? No. Er ist nicht weg. Aber ist mir egal. Solange man die Treppe benutzen kann, ist mir alles egal. Hat er denn alle weggeräumt? Hat er nicht. Ella Baker würde nach der Schule gerne zu Babsi Burger gehen. Ist das okay? Ja, mach du mal, Ella. Fleur Baker würde nach der Schule gerne zu Margie Schirm gehen. Nee, ich glaube, das passt nicht so zu Fleur. Auch wenn sie das selber entschieden hat. Caroline Braxton kommt mit zu Eleanor Baker. Interessant. Und Eliza soll sich einen Teilzeitjob suchen? Ich glaube nicht. Weil die sind eh nur noch ein paar Tage Teenager. Das lohnt sich nicht. Okay, Daddy, was machst du mit dem Kind? Nee, du guckst jetzt keinen Fernseher. Du kannst dich mal mit dem Kind mal... ganz kurz ein bisschen beschäftigen. Oh, die Fahrgemeinschaft für Evan ist schon da. Cuties. Ja, sehr süß. Dann greife ich mal mit der Kralle ein. Und dann musst du dich hier mit diesem Tim Henkel Singer anfreunden. Wer ist das denn? Übrigens, Aiden ist zum Opi geworden. Wir müssen ihn dringend besuchen. Vielleicht könnte das unsere liebe Fleur machen. Denn sie hat ja eine ganz gute Beziehung mit ihrem Onkelchen. Wer ist denn dann bitte hier? Wir haben so viele Katzen in der Familie irgendwie. Wer das jetzt hier ist, habe ich immer noch nicht rausgefunden. Aber theoretisch müsste doch hier auch irgendwo ein Stern sein, oder? Hello. Ja, da. Ist das Interview? What? Ist das der Tim Singer oder wie der ist? Ja, okay. Hier ist er also und arbeitet. Das heißt, er arbeitet bis 21 Uhr. Er ist natürlich kritisch. Was geht hier ab? Da ist doch niemand. I love your style, by the way. Ist hier ein Simfest oder wie ist die Lage? Irgendwie findet hier ja gar nichts statt. Es ist ja Herbst, habe ich schon wieder ganz vergessen. Hatten wir schon. Nee, morgen ist Gruseltag. Yay, ich freue mich auf Gruseltag. Okay. Wenn Ben sich heute da nicht mit beschäftigen kann, werden die Teenies heute mal Karaoke singen gehen. Denn Felix wünscht sich, Karaoke singen zu gehen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ist er zu Hause? Ja, er ist zu Hause. Okay, die ganze Bagage ist zu Hause. Wunderbar. Das macht ihr ganz toll. Aber ich möchte, dass ihr jetzt Karaoke singen geht. Und zwar hier, in diesem tollen Schuppen. Oh. Er hat das um 17 Uhr geöffnet. Sehr schön. Dann könnt ihr erstmal eure Hausaufgaben machen. Das macht ihr ganz toll. Ella ist ja aber bei Babsi zu Hause. Babsi ist die Tochter von Cora, glaube ich. Ja, hier ist Tyson Mohnblume. Da ist unsere liebe Victoria. Und wo ist Babsi? Das Haus ist voll süß. Ella. Oh, da ist Mango. Ist Mango nicht von Christopher gewesen? Habe ich sie in den falschen Haushalt getan? Okay. Ella ist alleine in diesem Haus. Wo wohnt Aiden? Hier. Er ist nicht zu Hause. Yay! Großartig. Dann können wir ihn auch nicht besuchen gehen. Ella, geh mal nach Hause. Oder mach einfach hier deine Hausaufgaben. Hast du sie fertig? Oder bist du zu gestresst? Wahrscheinlich ist sie zu gestresst. Aber Ella, du musst dich anstrengen, weil du hast nur noch 3 Tage als Teenie. Oh mein Gott, Leute. Ich kann dir es glauben. 3
Tage. Evan, oh, er ist arbeiten. Der arme Kerl. Guckt ihn euch an, wie schlechte Laune er hat. Es tut mir sehr leid. Und Dylan ist auch schon zu Hause. Und er soll ein wissenschaftliches Buch lesen. Dann macht das doch mal bitte. Wahrscheinlich das hier. Lies es. Eleanor spielt Klavier in Ellas Bett. Macht nix. Wo ist Eliza? Sie schlafen. Du Pflaume. Fleur chillt mit ihrem Brudi, oder was? Du musst weiter an deiner Potion arbeiten, meine Liebe. Du musst dafür sorgen... Nein, nicht Elixier mischen. Du musst dafür sorgen, dass du diese Hexendingsbums da erreichst. You know what I mean? Ich glaube, es ist Level 8. Sie braucht Alchemiefähigkeit Level 8. Sie ist Level 3. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns. Finn, bist du zu Hause? Finn, weißt du, was du machst? Du rufst jetzt mal dein Girl an. Ruf dein Girl an. Ruf sie an. Und frag sie. Frag sie, ob sie Lust hat, mit dir Zeit zu verbringen. Pass auf. Sind die jetzt alle voll müde? Okay, Leute. Das passt mir nicht in den Kram. Ich muss mal ganz kurz ein ganz klein bisschen cheaten. Nur ein bisschen. Keine Sorge. Aber ich habe noch was mit denen vor. Und ich habe keinen Bock, dass die jetzt alle so voll müde sind. Deswegen cheaten wir das Ganze jetzt mal ein ganz klein bisschen hoch. Und Eleanor ist sicherlich auch mal dabei, Karaoke zu singen. Und Eliza kommt auch mit. Sie schläft ja eh schon. Okay, so viel wollen wir jetzt nicht schlafen. Okay. Sprich, 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 sprich. Das reicht. Hör auf, mit ihr zu sprechen und frag sie, ob sie Bock auf ein Date hat. Und zwar gehen wir hier in den Barnyard Boogie. Du Bitch. Entschuldigung, wollte ich nicht sagen. Aber wir gehen da jetzt trotzdem hin. Mit der Gang. Evan. Ach nee, Evan ist arbeiten. Vielleicht will er nachkommen. Wahrscheinlich nicht, aber eventuell. Wir gehen hier hin mit. Nicht Ben. Wir gehen mit Eleanor. Nee, Elisha auch nicht. Eliza, Felix. Und die Kleinen nehmen wir auch nicht mit. Okay, das ist eine Gang. Und er möchte einen Streich in der Schule spielen. Wisst ihr, der erinnert mich voll an den Typ bei 10 Dinge, die ich an dir hasse, glaube ich. Ich glaube, er wird von Heath Ledger gespielt. Ich weiß es nicht genau. Oh, Glenn wird ein Fernsehkind. Ich sehe es schon. Oh, Caroline hätte auch mitkommen können. Ups. Das tut mir leid. Eliza, bist du wach? Ja, gut. Eleanor, bist du schon am Start? Ach so, jetzt kann ich auch mal gucken, ob die Treppe wunderbar funktioniert. Funktioniert sie wunderbar? Sie funktioniert wunderbar! Yay! Es ist natürlich doof, dass die dann immer warten müssen, bis einer unten ist, aber so sollte es ja eigentlich auch sein. Oh, sie hat das Rezept für Zombifizierung gelernt! Oh mein Gott! Sie kann andere in Zombies verwandeln. Wow! Das ist crazy. Was möchte sie? Einem Baby die Süßigkeiten stehlen. Kann sie das bei den Kleinen machen? Wir versuchen es. Oh. Sie schläft im falschen Bett. Wo ist Glenn? Da. Kann sie ihm Süßigkeiten stehlen? Das wäre so witzig. Tu es. Ich glaube, wir haben das schon mal gemacht. Mit Jack. Wisst ihr noch? Bei Lebensfreude. Jack war ja auch ein böser Sim. Das waren noch Zeiten. Oh, die sind schon da. Okay. Ich komme. Tadam. Was geht ab? Ist es cool hier? Oh mein Gott, das ist ja ein richtiger Bauernschuppen. Aber hier oben ist eine Karaoke-Maschine und Felix wünscht sich das. Deswegen singen Felix und Finn jetzt mal zusammen Karaoke. Vampirischer Sonnenschutz, das ist so super. Wow. Sehr schön. Der ist eigentlich voll cool hier, der Schuppen. Ich bin begeistert. Wow. Hier ist halt nur nichts los, ne? Aber das macht nichts. Was möchte sie? Eine Scherzfalle platzieren. Und Fleur Baker anschnauze. Darfst du ihr gern wünschen, Glenn Kitzeln. Darfst du ihr auch wünschen. Es sollen mal Leute kommen, weil hier könnte Eleanor vielleicht auch ihren Sugar Daddy finden. Oh nein, jetzt hat sie das schon gemacht. Ich möchte es nochmal sehen. Ist Ben jetzt, Glenn jetzt traurig? Nö. Okay. Ach, okay, er weint doch. Aber egal. Mach's nochmal. Ich will es sehen. Ben, lass das Kind liegen. Achtung. Oh mein Gott. Das ist so böse, aber so cool.
Wow, hat sie jetzt Süßigkeiten? Nein, hat sie nicht. Okay, bring jetzt sei lieb und bring ihn ins Bett. Kuschel kurz mit ihm. Ist er müde? Ja, er ist müde und muss pipi. Okay, vielleicht können wir ihm noch beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Haben wir ein Töpfchen? Nein, haben wir nicht. Okay, dann bring ihn einfach direkt ins Bett. Lass unsere Tiere in Ruhe. Haben die alle noch genug Essen? Yes, sehr gut. Okay, spielt ihr, singt ihr schön Karaoke? Oh! Guckt euch diese Cuties an, wo die hier das Beste aus der neuen Stadt machen. Sorry, es ist gerade voll laut und ich muss darüber reden, weil sonst wird mein Video gesperrt. Aber ich liebe es. Wow! Oh mein Gott! Sind die super! Wow! Und die zwei tanzen hier. Ist das cool. Oh, und hier könnten die einen Auftritt machen dann, wenn die dann so weit wären. Weil Eleanor und Eliza sollen ja eigentlich eine Band gründen. Oh, wow. Das ist so cool. Ich finde den Schuppen richtig geil. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Hier können wir auch Geburtstage feiern, weil hier gibt es super viel zu tun. Das ist richtig cool. Yay, sehr schön. Sehr, sehr cool. Mädels, wollt ihr auch noch? Oder wartet, macht ihr mal ein Bild. Verrückte Fotos aufnehmen mit Eliza. Guck mal, die waren gerade in... Ah, die sind fast synchron. Wie süß ist das denn? Oh. Tolle Zeit mit der Gruppe verbringen. Ja, das macht ihr ja wohl, oder? Ihr habt eine tolle Zeit. Mädels! Oh mein Gott. Oh mein Gott, stopp. Oh nein, jetzt hat Eleanor es versaut. Eliza. Nee, wie heißt du? Eleanor ist schon richtig. Ah. Eliza, du sollst mit die Fotos machen, bitte. Eliza, bitte geh Fotos machen. Eliza, thank you. Jetzt hätte ich es fast weggedrückt. Ja, ich weiß, ihr seid müde, aber wir haben doch unser Night Out. Oh, wahrscheinlich werden sie gleich alle verhaftet. Das wäre traurig. Wo ist Alicia eigentlich die ganze Zeit? Sie schläft. Hör auf zu schlafen. Meine Güte, sonst kann sie wieder die ganze Nacht nicht schlafen. Oh, die haben ein Foto bekommen. Eleanor, wo bist du? Ach, sie ist noch da drin. Okay. Habt ihr die Fotos? Wo sind sie? Ach, sie kriegt sie gerade erst. Und? Wo sind sie? Da. Aber wir müssen sie uns gleich zu Hause angucken. Aber yay, wie cool. Hier ist gerade jemand gekommen, habe ich gesehen. Oder ist er wieder verschwunden? Bin ich doof? Hier ist doch gerade jemand reingekommen. Ah, da ist er. Wer ist denn das? Samuel Francie. Und er ist ein Paparazzi. Sorry, Bro, aber hier sind keine famous Stars. Aber Eleanor wird ihn trotzdem mal freundschaftlich begrüßen. Oh, Leute, ich glaube, das endet böse. Finn ist ja so ein bisschen mehr der Verantwortungsbewusste, deswegen geht er ganz schnell nach Hause. Und er geht aus der Gruppe raus. Wer muss gehen? Ach, Caroline. Ja, okay, du warst eh die ganze Zeit alleine. Felix. Oh, geht Eliza auch nach Hause? Ja, okay, ist mir egal. Eleanor, du solltest dich mit ihm unterhalten. Prahl mal mit deinem Pool. Oh mein Gott, das wird viel zu laut. Oh, wow. Viel zu laut, viel zu laut. Morgen ist ja Gruseltag. Das habe ich ganz vergessen. Das heißt, die können lange aufbleiben. Oh, er ist ja ein richtiger Bauer. Wie süß. Okay, vielleicht... wo ist Ella? Ella, geh nach Hause. Ich möchte nicht, dass du verhaftet wirst. Bei den anderen ist das sehr typisch, aber du... Ist er in? Lass er in. Stopp, stopp, stopp. Das ist ihn. Es ist ihn. Oh mein Gott. Guckt ihn euch an. Oh mein Gott. Aiden. Oh Gott. Ich habe Tränen in den Augen, Leute. Leute, die Polizei ist gerade vorbeigefahren. Wer wird verhaftet? Eliza ist schon zu Hause. Irgendwer wird verhaftet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer? Felix. Felix!
Felix und Eleanor auch! Felix und Eleanor werden beide verhaftet. Oh mein Gott. Wow. Wir leben noch nicht mal eine Woche in dieser Stadt und drei unserer Kinder wurden schon verhaftet. Love it. Und sie sind wieder Beifahrer. Super. Felix, komm, du bist auch verhaftet. Aber Leute, ich kann es nur nochmal sagen. Also diesen Schuppen fand ich echt geil. Richtig authentisch. Okay, Felix. Wo ist der Wagen hin? Stopp. Ich will ein Foto davon machen, wie die zwei... da drin sitzen. Wie geil ist das denn? Ah, geil, ey. Okay, fahrt nach Hause. Witzig. Na toll, jetzt kriegen die zwei für den Gruseltag Hausarrest. Naja, ich glaube, die zwei sind ganz gut da drin, sich bei Mama und Papa einzuschleimen, deswegen macht das nichts. Aber witzig, sehr witzig. Okay, wer wird sie anschnauzen? Wer erklärt sich bereit? Ben ist es, glaube ich. Yep, Ben steht auf. Oh nein, Alicia. Und Felix wird dann wahrscheinlich von Ben angeschnauzt, oder? Noch passiert gar nichts. Okay, kommt Felix davon? Das wäre ja verrückt. Kann mal bitte jemand den Fernseher ausschalten? Okay, sie wurde irgendwie doch nicht angeschnauzt. Und sie geht erstmal rein. Okay. Geil. Wurde jetzt doch vom Daddy angeschnauzt? Ich weiß es nicht. Okay, Leute, ich habe mich doch jetzt schon entschieden, den Part zu beenden, weil sonst kriege ich das alles nicht mehr hin. Und dann können wir den Gruseltag lieber im nächsten Part in Ruhe spielen, ohne dass wir jetzt hier uns so beeilen müssen. Das Edit des Tages kommt heute von Ninzi, aber mit Y-XX. Und sie hat ein sehr schönes Edit gemacht. Also vielen, vielen Dank für dieses schöne Edit und vielen Dank für deine Unterstützung. Und vielen Dank, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir immer, wie immer, Sorry-Vorschläge und alles in den Kommentaren da. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.